Willkommen bei den Denkreisen. In dieser Episode möchte ich die Region, in der sich unsere Geschichte abspielt, ein wenig betrachten, um eine Bühne und Leinwand für die kommenden Ereignisse zu schaffen. Die Grafschaft Lippe begann ihren Werdegang im hohen Mittelalter. Von da an wuchs diese norddeutsche Region bald schon mit ihrer Hauptstadt Detmold als ein Territorium des Heiligen Deutschen Reiches. Dies war keine allzu lineare Entwicklung. Entlang des historischen Weges verlor dieser Verbund aus feudalen Ländereien auch wieder Gebiete, insbesondere unter der eher unglücklichen Regierung von Bernhard dem VII. Zu Lippe, der eine recht schillernde Figur war, die ein eigenes Video verdienen würde, aber hier mit dem Thema nichts zu tun hat. Sein kriegerischer Lifestyle schadete dem Land und so war es die Lebensaufgabe seines Sohnes Simon des V., zu einer neuen Stabilität zu finden. Wobei natürlich auch Simon der Feldzug nicht unbekannt war. Er war zeitlebens ein Feind der Lutheraner gewesen, doch gleichzeitig war er der Vasall des hessischen Landgrafen Philipp des I., genannt der Großmütige. Dieser war in der lutheranischen Sache deutlich nachsichtiger. Dazu mochte es auch gewisse private Motive geben, denn Philipp lebte sozusagen in der Bigamie zwischen Christine von Sachsen und der Hofdame Margarete von der Saale. Dies war nach katholischem Verständnis geradezu eine Todsünde und nach der Rechtsprechung eigentlich eine Tat, die mit der Todesstrafe geahndet wurde. Philipp begünstigte Luther, erwartete von ihm aber auch Entgegenkommen und Verständnis für seine ach so schwierige Situation. Das ist interessant, um zu verstehen, weshalb gerade in dem Reichsgebiet von Lippe die lutheranischen Ideen so sehr Fuß fassen konnten, obwohl der eigene Landesgraf ein Katholik war und hierbei unentwegt mit den Zähnen knirschte. Wäre es nach Simon dem V. gegangen, er hätte sie alle in den Kerker geworfen oder Schlimmeres. Doch er war Hessen unterworfen und so biss er sich meistens nur auf die Unterlippe. Ich möchte hier einige Zeilen aus dem Buch Lippe aus der Reihe Landeskunde Nordrhein-Westfalen vorlesen. Dies ist erstmal etwas trockene Geschichtskunde, doch es geht darum, die Kulissen unseres Schauplatzes etwas zu bemalen. Lippe war zu Beginn des 16. Jahrhunderts eine Agrargesellschaft. Die überwiegend bäuerliche Bevölkerung hatte zwar kein politisches Mitspracherecht, konnte jedoch auf lokaler Ebene durchaus das öffentliche Leben mitbestimmen. Im Leben auf dem Dorfe hatte sich seit dem Hochmittelalter wenig verändert. Abhängigkeiten, Abgaben und Dienste, die soziale Organisation des Dorflebens und die landwirtschaftliche Technik hatten sich kaum gewandelt. Die anhaltende Agrarkonjunktur und ein stetiges Bevölkerungswachstum führten zu einem beachtlichen Landesausbau, vor allem in der Nähe der Städte. Unter den lippischen Städten spielte Lemgo die herausragende Rolle. Lippstadt gehörte nur noch zur Hälfte den edlen Herren zu Lippe und lag außerdem abseits vom größten Teil des Territoriums. Die wirtschaftlich prosperierende Stadt Lemgo, die in der Reichsmatrikel von 1521 höher veranschlagt wurde als das ganze Territorium, hatte kontinuierlich die eigenen Selbstverwaltungsrechte ausgebaut. Verfassungsgebung, Gerichtshoheit, Steuererhebung und Verteidigung. Die Lemgoer Oberschicht, Fernhändler und Grundherren, in deren Hand faktisch die ganze Machtausübung lag, stellte bis Ende des 16. Jahrhunderts nicht nur viele Ratgeber des Landesherren, sondern auch Geldgeber. Die Lemgoer Mittelschicht aus Zunfthandwerkern profitierte unter anderem vom Gewerbemonopol, dem 70-jährigen Privileg, das ländliche Konkurrenz unterband. Der Adel, der entweder in den Städten oder auf den landesherrlichen Burgen lebte, konnte auf den Landtagen wesentlichen Einfluss auf die Finanzgeschäfte des Landes nehmen. Im Laufe des 15. Jahrhunderts gewannen einige Adelsgeschlechter auch als Geldgeber der Landesherren zunehmend an Bedeutung. Dafür erlangten sie die Pfandschaft über landesherrliche Burgen und Ämter und beeinflussten die Regierungsgeschäfte maßgeblich. Das religiöse Leben hatte auf den spätmittelalterlichen Menschen einen beherrschenden Einfluss. Auf der anderen Seite trat in vielen Bereichen eine Verweltlichung ein, die sich zum Beispiel darin ausdrückte, dass einträgliche Pfründe zur Versorgung genutzt wurden und die religiöse Bedeutung ganz in den Hintergrund trat. Durch Stiftungen gab es eine große Anzahl von Altären und Messen in den Kirchen. Hinzu kamen Gebetsvereinigungen und Priesterkalande, in denen Priester und Laien, vor allem Patrizier, gemeinsam wirkten. Ablass, Wunder und Wallfahrten spielten im Bewusstsein der Menschen eine große Rolle. In Lippe gab es die Marienwallfahrt, in Lemgo und in Wilbasen,
die Frontleichnam-Wallfahrt in Hillentrup und Blomberg und die Wallfahrt zu den Externsteinen als Ersatz für die Wallfahrt nach Jerusalem. Andererseits verzeichnete man mehrere Reformbestrebungen. In Lemgo lebten zum Beispiel die Dominikanerinnen, Systern, Beginen und Franziskaner. Lemgo war somit im ausgehenden Mittelalter eine prosperierende, wachsende Stadt. Die Prosperität zeigt sich schon 100 Jahre vorher in der sogenannten Söster Fehde, als der Herzog von Westfalen Detmold und Blomberg zerstört, doch Lemgo verschont, da es sich mit Bargeld freikaufen kann. Und diese Art von Prosperität begünstigte die Freiheit der Gedanken und machte Lemgo zu einem sehr starken Zentrum protestantischer und lutheranischer Ideen. Die führenden Denker und Theologen der Stadt pflegten Korrespondenzen mit Johann Bugenhagen alias Dr. Pomeranus oder mit Philipp Melanchthon, die beide zu den Stars der lutheranischen Bewegung gehörten. In 1521 hatte der habsburgische Kaiser Karl V. das Wormser Edikt beschlossen und damit eine Reichsacht über Luther ausgesprochen. Die Reformationskräfte in Lemgo ließen sich davon aber nicht beeindrucken. Ohnehin waren die kaiserlichen Zentren der Macht weit weg von Norddeutschland entfernt. Und Karl V. konnte es sich gar nicht wirklich leisten, die protestantisch ausgerichteten Stände in irgendeiner Weise zu bestrafen. Er war unentwegt mit dem islamischen Bollwerk des Osmanenreiches konfrontiert und führte zugleich einen endlosen Krieg mit der französischen Krone. Er verstand sich zwar als der Bewahrer des katholischen Glaubens, doch mit seinen Gebieten im Norden konnte er sich vorerst nicht so einfach verfeinden, denn er brauchte ihre Unterstützung. Ähnlich wie in Magdeburg waren in Lemgo die Weichen möglicherweise gestellt, um es zu einer internationalen Größe zu bringen, wie man es heute von München, Frankfurt oder Hamburg sagen kann. Doch der historische Verlauf war ein anderer und Lemgo blieb in der Neuzeit eine Kleinstadt. Simon V. mochte es schließlich geschafft haben, die Ausbreitung des Protestantismus in der Lippe-Region zu bremsen. In Lemgo griffen seine Bemühungen zu kurz. Die Stadt wurde in Norddeutschland zu einem regelrechten Zentrum der lutherischen Kirche. Ich lese hier erneut einige Zeilen aus der Landeskunde Nordrhein-Westfalen. Als Ausdruck der ersten gemeindlichen Aktivitäten der Lemgoer Protestanten ist die Wahl eines 24-köpfigen Bürgerausschusses zu werten, der den verfassungsmäßigen Gremien als Vertretung der Bürgerschaft gegenüberstand und deren Aktionen vorbereitete, wie zum Beispiel mehrfach einberufene Bürger- und Gemeindeversammlungen. Die gräfliche Regierung erkannte darin zu Recht ein dem Bestreben nach Intensivierung der Herrschaft hinderliches Element. In Lemgo traten keine bedeutenden Kleriker zum neuen Glauben über. Ohne Zustimmung des Rates vertrieben deshalb die Bürger den Pfarrer von St. Nikolai, Moritz Biderit, und setzten den ehemaligen Franziskanermönch Liborius Rudolfi ein, der wohl schon einige Zeit vorher nach Lemgo gekommen war. An dieser Stelle vielleicht nur einen kleinen Abstecher, weil das nicht immer so klar ist. Wenn man heute von der Reformationszeit spricht, so meint man häufig die Summe aller Bewegungen, die im 16. Jahrhundert vor allem in Deutschland, der Schweiz, aber auch in den Niederlanden stattgefunden hatte und die zu jenem Schisma und jener Unterscheidung geführt haben, die wir heute als katholisch und evangelisch bezeichnen. Doch das ist eine Vereinfachung, denn die Proteste waren damals etwas komplexer. Die zwei größten Bewegungen dieser Zeit waren eben die Reformen, die durch Martin Luther angeregt wurden, und auf der anderen Seite jene Prozesse, die auf den Lehren von Ulrich Zwingli und Johannes Calvin bauten. Korrekterweise muss man die erste Bewegung als lutheranisch bezeichnen oder lang ausgesprochen als das evangelisch-lutherische Bekenntnis, während die zweite Bewegung das evangelisch-reformierte Bekenntnis ist. Beide Kirchen waren nicht identisch, wenn auch heute dieser Unterschied kaum von Bedeutung ist. Außer man ist in den USA, wo die Reformisten zu einem riesen Fächer aus Calvinisten und Presbyterianern und Baptisten und allerlei sektenähnlichen Untergruppen geworden sind. Doch es ist wichtig zu verstehen, dass, wenn ich nachfolgend von Reformation und Reformationsbestrebungen spreche, die Rede nicht von den Lutheranern ist. Und wenn ich von den evangelikalen Lutheranhängern spreche, umfasst es nicht alle Protestanten, sondern nur jene, die explizit den Lehren von Martin Luther und Philipp Melanchthon folgten. Und das wird gerade in Lemgo besonders wichtig. Der Unterschied zwischen beiden Strömungen mag heute etwas kleinlich erscheinen,
Und man möchte fast an Jonathan Swift denken und seine Gullivers Reisen, als Gulliver auf Lilliput in einen Krieg hereingezogen wird, der sich darum dreht, auf welcher Seite man ein gekochtes Ei aufschlagen soll. Doch wir müssen eben verstehen, dass die Beschaffenheit des Gottesdienstes für diese Menschen im Zentrum ihres Lebens stand. In einem stark vereinfachten Vergleich kann man sagen, dass die lutheranische Kirche etwas milder und weniger streng war. Zwar habe ich gelesen, dass auch Luther etwas kleinkariert werden konnte, wenn es um diverse Details ging, doch es ist nicht falsch zu sagen, dass die lutheranische Kirche leichter imstande war, mit den Katholiken Kompromisse auszuhandeln. Die Reformationskirche machte es sich da gerne selbst etwas schwer, indem sie mehr darauf bedacht war, die Restfragmente von katholischen Riten aus der Liturgie zu tilgen. Es überrascht also auch nicht, dass die Reformationskirche und die Wiedertäufer, die Anabaptisten, etwas ähnliche Wurzeln haben, dass sie beiderlei nicht auf Wittenberg zurückzuführen sind, sondern eben in der protestantischen Bewegung in der Schweiz ihre Wurzeln haben. Bis in die 40er Jahre des 16. Jahrhunderts war in Lippe die Reformation stetig auf dem Vormarsch. Die erste Bremse ereilte die Region erst im Schmalkaldischen Krieg. Kaiser Karl V. hatte in jenen Jahren mit Frankreich Frieden schließen können und mit den Osmanen einen Waffenstillstand. Das war ein Problem, denn diese Atempause erlaubte ihm, sich nun genauer dem ständigen Dorn in seiner Seite, sprich den Protestanten, zuzuwenden. Der Kurfürst von Sachsen und der Landgraf von Hessen konnten sich gegen Karl nicht behaupten, und das führte unter anderem dazu, dass die Grafschaft Lippe vom Kaiser aus dem hessischen Lehen herausgelöst wurde, um in ein direktes Reichslehen gestellt zu werden. Fortan gab es, vor allem aus der Diözese Paderborn, Bemühungen, das katholische Bekenntnis zu stärken und die Reformer zu verdrängen. Und Karl war es vermutlich egal, ob man sich dabei auf Luther oder Zwingli berief, er mochte beide nicht. Doch nach Karls Tod stieg Ferdinand I. auf den Reichsthron. 1555 wurde unter ihm der Augsburger Religionsfrieden beschlossen und ein Jahr darauf wurde der Interim von Karl V. aufgelöst. Die politische und konfessionelle Situation in Lippe wurde de facto auf den Stand von 1538 zurückgesetzt. 1579 übernahm Simon VI. Die Herrschaft über Lippe. Dies war ein sehr gebildeter Aristokrat, der ein Gespür für Kultur und Neuerungen hatte. Und es ist sicherlich nicht falsch zu sagen, dass in diesen Jahren der Kreis Lippe seine eigene Renaissance erlebt hatte. Der Kaiser auf dem habsburgischen Thron war inzwischen Rudolf II. Simon VI. Unterhielt gute Beziehungen zu diesem Kaiser, teilten sich doch beide eine Passion für Astronomie und Alchemie. Simon VI. Plante ganz Lippe protestantisch zu machen. Doch er war tief der Reformbewegung verschrieben. Er wollte auch die allerletzten katholischen Riten aus dem Abendmahl herausfiltern, setzte dabei aber nicht so sehr auf Verbote, sondern mehr auf strategisch platzierte Personalwechsel. Doch damit stieg er vielen Lutheranern auf die Zehen. Konflikte zwischen Reformern und Lutheranern waren davor programmiert. Und es sollte noch komplizierter werden, denn die Katholiken hegten noch immer die Hoffnung, regional den Protestantismus, wenn schon nicht zu verdrängen, so wenigstens an die Kandare zu nehmen. Als in 1585 Dietrich von Fürstenberg in Paderborn zum Bischof ernannt wurde, verschärfte das nur die Probleme zwischen diesen drei Parteien. Dietrich wurde zu einer Schlüsselfigur der Gegenreformation und einer der letzten großen katholischen Fanatiker. Wenn ich auch manchmal für die Katholiken bezüglich der Hexenprozesse ein wenig die Lanze breche, um sie eben nicht mit einer gänzlich unhistorischen Gesamtschuld zu belegen, nun, auf Dietrich von Fürstenberg bezieht sich das nicht. Dieser verrückte, bigotte Spinner hatte im Hochstift Paderborn unzählige Hexenprozesse angeregt. Und zu verantworten. Er glaubte fest daran, dass der Protestantismus doch noch eingedämmt werden kann. Er fand vor allem in der Bauernschaft Fürsprecher. Gerade auf dem Lande stießen die neuen, von Simon VI. Eingesetzten Pfarrer auf erheblichen Widerstand. Der Gottesdienst wurde dazu einem Austragungsplatz von Glaubenskonflikten. Und Graf Simon sah sich letztendlich zwei Widerständen gegenüber. In den Städten waren es die Lutheraner und auf dem Lande die Katholiken, die seine Reformen nicht annehmen wollten. Hierzu möchte ich mal eine Passage aus dem Buch Lemgo des Heimatforschers Karl Mayer Lemgo vorlesen. Ein sehr reizvolles Buch, das detailliert auf diese Jahrzehnte eingeht. Graf Simon nahm mit seinem Hof im Jahre 1605 das Abendmahl nach reformiertem Ritus und wollte anstelle des lutherischen Katechismus den in der Pfalz geltenden Angerschen eingeführt wissen.
Die Gemeinden leisteten der Neuerung heftigen Widerstand. Es gab Tumulte und tätliche Angriffe auf die Pastoren, welche nach der neuen Lehre verfuhren. Im Laufe einiger Jahre gaben dennoch alle nach, nur Lemgo nicht. Dieser Glaubenskonflikt hatte freilich auch seine wirtschaftliche Dimension. Gerade die Bürger von Lemgo waren sehr zufrieden mit ihrer lutheranischen Konfession, die sehr wenig monetäre Dimensionen besaß. Die Stadt war wohlhabend und man wusste, dass es insbesondere die katholischen Bischöfe verstanden, eine solche Stadt gründlich zu erleichtern, erlaubte man erst, dass sie katholisch wurde. Doch die Reibungsfläche zwischen Simon dem VI. Und Lemgo war etwas anderer Natur. Die Lemgoer hatten Jahrzehnte für ihre lutheranische Kirche gekämpft und störten sich ein wenig daran, dass der Landesherr da überall Restspuren katholischer Riten zu sehen glaubte. Hier ging es vor allem um dicke Holzschädel auf beiden Seiten. Das Empfinden der Bürger von Lemgo könnte man an dieser Stelle beinahe als republikanisch bezeichnen. Ihnen stieß einfach auf, dass sie ihre religiösen Vorgaben aus Detmold oder Brake erhalten sollten. Sicherlich das brisanteste Ereignis war hierbei die sogenannte Lemgoer Revolte. Hierzu lese ich einen Text von Karl Mayer Lemgo, der in spannenden Worten die Stimmung dieser Stunden rekonstruiert und uns vor dem geistigen Auge sehr gekonnt ins Barock zurückversetzt. Schließlich gelang es Simon durch wiederholte Verkehrssperren, durch welche Handel und Wandel, Acker- und Gartenbau der Stadt lahmgelegt wurde, die widerspenstige Stadt gefügig zu machen. Es kam zum Pfingstvertrag von 1609, in dem bestimmt wurde, dass die Geistlichen sich zur neuen Lehre bequemen oder ihren Platz räumen müssten. Vergebens bemühten sich die Bürgermeister, diese Forderungen zu mildern, indem sie auf die Gefahr einer Empörung hinwiesen. Die Prediger Hellwig und Feldmann, nebst 5 Lehrern, legten darauf ihr Amt nieder. Ihre Nachfolger wurden der Superintendant Dreckmeier und der Pastor Glane aus Lage. Es gab ein Versöhnungsfest mit vielen friedfertigen Reden auf dem Rathause, zu dem Graf Simon nebst Familie mit großem Gepränge angefahren kam. Das war zu Anfang Juli 1609. Aber der Friede dauerte nicht lange. In der Bürgerschaft gärte es. 2 Monate später entlud sich die aufgespeicherte Empörung über die schmachvolle Niederlage, die man der Schlappheit der Stadtregenten verdankte, so grollte man. Junge Burschen, Scholaren und Handwerksgesellen verübten unter Anführung eines Paderborner Schülers Michaelis, den sie den Ausbund nannten, nächtlichen Unfug, schlugen den Ratsherren die Fenster ein und stahlen dem Kämmerer Budde Fische aus seinem Behälter. Calvinische Fische, spottete man. Der Rat ließ die Hauptsünder, den Michaelis und den Fischdieb, einsperren. Da zog am 3. September, einem Sonntag, ein Volkshaufe auf den Marktplatz, forderte die Freilassung der Gefangenen und erbrach, da sie verweigert wurde, die Gefängnisse. Die Sturmglocken riefen die Bürger unter die Waffen und auf den Markt, der sich alsbald mit einer tobenden Menge füllte, darunter zahlreiche Studenten. Das muss man sich so wie den schwarzen Block heutzutage vorstellen. Ein Haufe drang ins Rathaus und teilte bereitwillig Waffen an die noch Unbewehrten aus. Als Redelsführer werden neben anderen genannt Franz der Perlensticker, der Pelzer Tönnies, der Waffenschmied Greker, Hermann Rolleff, der noch kürzlich am Schloss des verhassten Grafen mitgebaut hatte, aber auch Männer aus den ersten Familien der Stadt wie Franz Kottmann und Johann Derendal. Die wildesten Leidenschaften wurden aufgepeitscht. Die neuen Geistlichen sollten gehängt werden. Dreckmeier gelang es mit knapper Not, auf einem Pferde zu entkommen. Der Pastor Glane hielt sich tagelang zwischen Holzstapeln versteckt. Den bislang hoch angesehenen Syndikus Dr. Konrad Niebecker schleppte man aus seiner Wohnung auf den Marktplatz. Da kommt er, der dicke Schelm, der Stadtvater, scholl es ihm entgegen. Zunächst versuchte man, ihn für die Sache der Empörer zu gewinnen. Die Leute wussten, sie konnten keinen geschickteren Anwalt finden und sie verhießen ihm Schonung und Schutz, falls er es mit ihnen halte. Wenn nicht, werde es ihm schlecht ergehen. Der Mann sah sich umringt von blanken Waffen, er blickte in drohende, wutverzerrte Gesichter, aber er sagte, »Ich bin bereit, der Stadt zu dienen. Wider meinen Herren aber kann ich mich nur auf dem Wege rechtens gebrauchen lassen.« Da fielen sie über ihn her, schlugen ihm den Hut vom Kopfe, rissen ihm den Mantel aus den Krausen und schlugen mit Spießen und Hellebarden auf ihn ein. Mit blutenden Wunden am Kopf und an den Händen, mit denen er den Kopf zu schützen suchte, durchbrach er die Menge und konnte sich durch eine kleine Tür in das Brottsche Haus retten. Man durchsuchte das Haus, ohne ihn zu finden. Da
Da zwang man seine Frau und Tochter, seinen Namen zu rufen, um ihn hervorzulocken. Sein Schwager Neuwald wurde in Ketten gelegt und mit der Folter bedroht, weil er das Versteck des Schwagers nicht verraten wollte. Allen Ärzten wurde verboten, sich seiner anzunehmen, aber man fand ihn nicht. 8 Tage lang hielt er sich verborgen, von irgendeiner barmherzigen Seele notdürftig versorgt. Später, als wieder die Ruhe eingetreten war, ließ Graf Simon ihn aus der Stadt holen und machte ihn zu seinem Vizehofrichter. In dieser Aufspannung zwischen religiösen, hegemonialen und wohl auch monetären Interessen betrat Lemgo das 17. Jahrhundert. Graf Simon VI. Hatte bis zu seinem Tode für die Reformbewegung gekämpft. Er mochte einen endgültigen Sieg des Protestantismus in Lippe nicht mehr erlebt haben, doch waren seine Bestrebungen weitgehend erfolgreich. Lippe sollte evangelisch werden und ist es heute noch. Nur bezüglich Lemgo hatte er sich letztendlich die Zähne ausgebissen. Die Stadt hatte sich gegen ihn durchgesetzt und blieb lutheranisch. Im Jahr 1617 auf dem Gut Röhrentrupp fand schließlich eine Einigung mit Simon dem 7. statt, dem Sohn von Simon dem 6. Und Lemgo wurde es erlaubt, lutheranisch zu bleiben. Doch die Freude über diesen konfessionellen Triumph währte nur sehr kurz. Denn nur Monate später senkte sich die dunkelste aller Wolken über der Grafschaft Lippe. Norddeutschland wurde von einem seiner finstersten Kapitel ereilt, den so viele Autoren und Historiker bis heute aufzuarbeiten versuchen. Der 30-jährige Krieg brach aus. Der brutale Krieg zwischen der katholischen Liga und der protestantischen Union. Ich versuche, diese Truhe voller Würmer geschlossen zu halten, denn der 30-jährige Krieg ist nicht unmittelbarer Gegenstand dieser Reihe und ich bin da noch nicht so sattelfest. Und doch ist der Einfluss dieses Krieges auf die Ereignisse in Lemgo immens. Es war ein Krieg, den man schon zu einem Glaubenskrieg stilisieren wollte, während er sich noch ereignete. Doch er stellte vielmehr eine hegemoniale Orgie der Gewalt dar, die letztendlich einen ganzen Kontinent in Mitleidenschaft zog. Unter Simon dem 7. bekannte sich die Grafschaft Lippe zur Neutralität. Simon verbrachte den gesamten Krieg damit, die Region vor den Kriegshandlungen zu schützen, was manchmal gelang, häufig jedoch nicht. Doch die Städte waren den gigantischen Truppenbewegungen hoffnungslos unterlegen. Gegen so riesige Armeeteile war wenig auszurichten und so bemühte man sich stets um diplomatische Lösungen. Das hieß im Klartext, die Feldherren enorm zu schmieren und den Truppen Proviant zu spenden. Und wir sprechen hier von Tonnen. Aufkommen mussten dafür die Städte selbst. Eine recht reiche Stadt wie Lemgo blutete während des Krieges gewaltig. Lippe wurde mehrmals von massiven Armeedurchmärschen getroffen, und zwar von beiden Parteien. Dies bedeutete oft Plünderung, Vergewaltigung und Seuchen. Simon der 7. tat, was er konnte, um die schlimmsten Exzesse zu verhindern. Dazu gehörte eben, Unterhändler der anrückenden Armee entgegenzuschicken und sozusagen einen Deal abzuschließen, sodass Verwüstungen vermieden wurden. Teuer wurde das jedes Mal und man braucht nicht viel Fantasie, um die Verhandlungsposition eines Johann von Tilly oder eines Christian von Braunschweig als reine Erpressung anzusehen. Doch im 3. Kapitel des 30-jährigen Krieges, das man auch als den Schwedenkrieg bezeichnet, reichte dies nicht mehr aus. Tilly hatte darauf bestanden, dass Lemgo eine ständige katholische Garnison unterhielt. Die Lemgoer fügten sich und so galt Lemgo fortan auf der Kriegskarte als katholisch, ob man es wollte oder nicht.
Die Stadt war für Jahre unter der Kontrolle von Tillys Truppen, während die ausgepressten Stadtbürger jede Woche eine geradezu schamlose Summe von 2200 Talern aufbringen mussten. In 1635 wurde zwar der Prager Sonderfrieden beschlossen, dem sich die Grafschaft Lippe hastig anschloss, doch ein Frieden in Deutschland kam auf diese Weise nicht zustande, denn schon bald trat nun auch Frankreich in den Krieg gegen den Kaiser ein. So blieb die Grafschaft Lippe weiterhin Armeedurchmärschen ausgesetzt. In 1636 belagerten die Truppen von König Gustav Adolf die Stadt Lemgo und erstürmten es schließlich am 12. September. Es wurde geplündert und geraubt. Wer sich in den Weg stellte, wurde getötet. Bald kehrten allerdings die kaiserlichen Truppen zurück und bezogen in der Stadt erneut Quartier. Was den Lemgoern vermutlich besonders bitter aufstieß, hatten die Katholiken doch darin versagt, die Stadt vor den Schweden zu beschützen. 10 Jahre später waren es erneut schwedische Truppen, die über Lemgo herfielen und es zum zweiten Mal verwüsteten. Es bleibt eine typische bittere Ironie des Dreißigjährigen Krieges, dass eine Stadt, die ein Jahrhundert lang mit zumeist friedlichen und politischen Mitteln an vorderster Front für den Protestantismus gekämpft hatte, so sehr von protestantischen Armeen geschändet wurde. An den Einwohnern der Stadt ging dieser Widerspruch sicherlich nicht unbemerkt vorüber. Zum Abschluss möchte ich noch einen Absatz aus der Landeskunde Nordrhein-Westfalen lesen. Hier wird in wenigen Worten die Situation am Ende des Krieges zusammengefasst. Am Ende des Dreißigjährigen Krieges war das Land verwüstet. Durch Kriegseinwirkungen, aber vor allem durch die Pest im Jahre 1625 und 26 und 1635 bis 37 war ein Bevölkerungsverlust von mindestens 30% zu verzeichnen. Die verlorene Geldsumme betrug mehr als 2 Millionen Reichstaler. Die Landesfinanzen waren zerrüttet. Die Adeligen zogen endgültig aus den stark in Mitleidenschaft gezogenen Städten aufs Land und bewirtschafteten die durch Abmeierung zusammengelegten Höfe in Eigenwirtschaft. Als Ausgleich gegen die sich verschlechternde Situation auf dem Lande hatte die Bevölkerung dort mit der Garn- und Leinwandherstellung begonnen. Lemgo konnte seine vorherige Machtstellung nicht wiedererlangen. Hexenwahn bestimmte dort, wie auch anderswo in Westfalen, bis zum Ende des 17. Jahrhunderts das Bild. In Lemgo wirkte sich zusätzlich die im Röhrentrupper Rezess erstrittene Gerichtshoheit wenig segensreich aus. Detmold war endgültig Sitz der von nun an immer absolutistischer regierenden Grafen. Lemgo hat also viel eingebüßt und die Narben des Krieges waren deutlich auf der Seele der Bevölkerung. Das Leben musste natürlich weitergehen, doch es drängt sich der Gedanke auf, dass etwas zerbrochen war. Auch die allerletzte Aufbruchsstimmung einer lutheranischen Stadt war verschwunden und in den kommenden Jahren würde man die finsterste Seite des Protestantismus zu sehen bekommen. Und damit sind wir nun endlich am Anbeginn unserer Geschichte. Doch dazu mehr beim nächsten Mal.